here, but you know, but you know. Everything went away, and my heart burned into fire, into the fire. Hey, wake up.
from my own regime. I'm falling through this empty space of me. All alone I feel the darkness trapping me inside. All alone I can't combat this. Bring me out alive. 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 Let's go. Mikrofondichter holen. Heyo. Willkommen. Yes. I missing stone. Emote. I have paper, I have scissors, but not stone. What? Oh, wait. Oh, what hast du denn hier? No connection? What? Let me check my server. Why? Damn Windows. Damn Windows rebooted the PC. Where the Echo server is running. Damn. You have stone? GG. I don't have stone. When you think you are at the administrator of the PC and Windows decides to reboot randomly. Windows 10. The worst system I ever had. So,
Now the server is back. Fair play, welcome. I hope the world is backupped. Wir gucken mal, was wir hier denn haben. Wir ergaben. Mais, plus noch zweimal. 11 Kürbel, 4 Reis, 5 Weizen. Sechs Rüben. Ihr Tomaten. Nein, doch. Oh. Thank you for all your donations. Yes, thank you, thank you. We don't have to do it, this. If you ask me, I'm fine. How are you doing? Yeah, play. I don't remember planting a tree here. Oh, a bay tree. Nicht reif. Grüße zurück in die Eisbärenhöhle. Kannst Tanja sagen, tut mir leid. Der Server, der war aus, weil Windows gesagt hat, ich starte mal das System neu über Nacht. Du bist halt kein Admin mehr seit Windows 10. Das macht, der Rechner macht, was er will. Wann er will. Musste ich vorhin erst wieder selber neu starten. Oder besser gesagt einloggen und Eco-Server wieder starten. Wenn ich nachher dran denke, packe ich den mal in Autostart, den Eco-Server. Aber ich glaube, das hilft auch nicht. Weil da war ja kein Benutzer angemeldet. Der Autostart gilt ja pro Benutzer. Da haben sie sich was einfallen lassen. Da haben sie sich ein Ei gelegt mit ihren automatischen Neustarts. Damn Windows 10. Mal hier rein. Hier ist Tomaten.
Können wir ja hier rein. Vielleicht macht das Sinn, eine zweite Tomatenpflanze zu pflanzen. Die Säge ist fertig. Kann man denn hier schönes machen? Bauholz, Wettersägen, deutsche Küche. Anika-Tisch. Du bist nach circa 3,5 Stunden wieder drauf gewesen. Das, was ich in der Zeit gemacht hatte, war weg. Normalerweise macht er jede halbe Stunde ein Backup. Und jetzt war er halt nicht an, weil Windows einen Neustart gemacht hatte über Nacht wahrscheinlich. Die Verwaltung von Einstellungen für Titel. Bücherregal, große Holztür. Holzaufzug. Was es gibt. Regalschrank. Zimmer. Ist das so meiner? Willkommen. So. Lassen wir erstmal was. Was ihr sagt, du hast da zwei Truhen. Ah, da sind die Truhen. Okay. Ein bisschen mehr Platz. Sehr viel Holz jetzt. Okay. Ich glaube, die Truhen sind doch zu weit weg, ne? Wo auf die Truhe zugreift. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entfernung ist. Kümmere ich mich mal um Holz. Haben wir noch genug zu essen? Müssen wir mal nach Holz gucken. Muss man erstmal meinen Wagen suchen. Hier ist so eine Schubkarre. Ist das die von hier? Ja. Die würde ja schon helfen.
Lassen wir aber mal sehen. Ich pack dann die Sachen hier erstmal in meine Kleidungstruhe. Ne, das geht auch nicht. Okay. Dann weiß ich nicht, packe ich das erstmal hier in den Mini-Fahrstuhl rein. Mit meiner andere Karre zurzeit nicht. Nehme ich erstmal die. Holen wir erstmal ein bisschen Holz. Ja, das muss ja dann gestern Abend irgendwann passiert sein, dass der Rechner neu gestartet hat. Ich habe gesehen, an meinem Streaming-Rechner, da gab es irgendwie ein... Halt. Da gab es irgendwie ein Windows-Update, aber ich habe jetzt nicht an den anderen Rechner gedacht, wo der Server drauf ist. Der muss dann irgendwann in der Nacht einen Neustart gemacht haben. Oder abends, weiß ich jetzt nicht. Also wo ich mich eben dann auf den Ruf connected habe, da stand der im Login-Screen und wollte, dass ich halt Passwort eingebe. Da kann ja noch kein Eco-Server laufen, wenn ich Passwort eingeben soll, ne? Ist ein bisschen mein Fehler gewesen, hätte ich mal gestern noch dran denken sollen, aber... Uhr morgens oder 6 Uhr nachts abends. Bei 6 Uhr abends war ich glaube ich noch da, ne? 6 Uhr morgens, echt? Muss ja denn morgens gewesen sein. Ja, das ist der Nachteil von einem Server, der zu Hause steht, aber ganz ehrlich, der muss erstmal 10 Euro Stromkosten verbrauchen, bevor sich das lohnt, ihn zu mieten, ne? Überleg mal, wie lange man so ein, das ist ja bloß so ein Zweikern-Pentium, der kann, wenn er maximal rechnen tut, kann der 35 Watt nehmen. Wie lange der mit 10 Euro Stromkosten laufen könnte, ne? Wir hoffen mal, dass Windows nicht demnächst wieder ein Update rausbringt, dass der ungefragt neu startet. Starten wir mal eine neue Riffel.
Da machen wir einen Code. Nicht hier. Bin ich blind? Da. Könnte man noch wieder Rampen hinbauen. Gucken, wo finden wir denn so eine Erdrampe? Hey, wake up! Benenno Spartan, willkommen. Haben wir hier irgendwo noch Erdrampen? Erster deutscher Channel, den du hier findest. Dann sei willkommen. Gibt nicht viele. Da gebe ich dir recht. Auch
Erdrampe. Steinrampe würde ich zur Not auch noch nehmen. Die Erdrampen sind auf einem Dach. Na doch, ich brauche eine Erdrampe. Ich will da eine hinstellen, damit ich dann zu den Bäumen da unten schneller hinkomme. Auf dem Dach, sagst du? Gucken wir uns an. Da, Erdrampen. Erik, willkommen. Und wie muss man doch hier hochkommen? Kann ich die denn da so hinstellen? Andere noch daneben tun. So. Kann ich natürlich keine Holzschaufel tragen. Verdammt. Stellen wir die Schubkarre mal hier so hin. Hier sind noch Sachen. So, stoppen wir das Ding hier hin. Moment. Mal überlegen. Reicht das? Muss ich noch einen wegnehmen? Vielleicht. Noch einen wegnehmen, okay. Dann haben wir ja hier so eine, müssen wir noch irgendwie so eine Steine haben. Eine Steine sind ja immer der Abschluss dafür, ne? Mal gucken, ob ich die Erdrampen schon wieder mitnehmen können. Naja. Wo sind die Sachen, die ich hier reingelegt habe? Verdammt. Jetzt suche ich wieder nach den Steinen. Hier, die vier. Die reichen noch völlig aus. Die Sandsteine. Dann fahre ich mit der Schubkarre hin.
kann ich schon mal die Erdrampen zurückbringen. Gucken, wo habe ich das jetzt hergenommen? Warum? Gegenverkehr. Danke, Bananenspartan. Das ist halt Rätselrocks, das ist halt copyright-freie Musik, wo ich keinen Ärger kriege, wenn ich die auf YouTube hochlade und so, ne? Manche Tracks kann man davon wirklich hören, aber manche ist halt nicht so toll. Shift Cube. Der Kampf ist in Brand. The battle has begun. Spartan wins. Herzlichen Glückwunsch. Und da du noch nie gewonnen hast, kriegst du auch noch so eine Charlie Badge. Nein, hier ist ja noch eine Stufe. Hier ist ja noch eine Stufe.
muss ich doch noch mal Erdrampen holen. Na, ich kann dir das erklären, Banano Sparta. Das ist zum Beispiel ein Song, den mag ich jetzt nicht so, da mache ich einen Skip-Song. Ich kann dir das erklären. Lass mich mal erstmal gucken, wie wir das machen. Hier, da kopieren. Dann machen wir da einen neuen Tab auf. Da was umschalten. Gut, hat es denn stumm geschalten? Machen wir eine Bildschirmaufnahme an. Erkläre ich dir. Ich schieb dir das mal rüber. So sieht ja dann der Stream aus, ne? Machen wir ein bisschen größer. Und mit Chat sieht das denn so aus, ne? So. Wenn du zumindest auf dem PC gilt das, ne? Wenn du auf dem PC denn hier raufklickst, an der Seite, da sieht man dann, wie viel Peers du hast, das heißt, wie viele Leute im selben Netzwerksegment bei dir sitzen. Wenn du jetzt Vodafone oder Telekom-Anschluss hast, dann kriegen alle, die in deiner Nähe sind von Vodafone oder Telekom, von dir dann den Stream weitergeleitet. Wenn hier was hochläuft und diese Linien hier auch grün werden, dann schickst du gerade an jemanden was. Dafür kriegt man T-Fuel. Geht denn hier bei Pending Earnings und das wird dann nach 10 Minuten auf dein Konto gut geschrieben hier oben. T-Fuel, ne? Damit kann man auch donaten und sowas. Was du hier siehst, vom Network, das kriegst du von anderen Leuten. Dafür kriegst du kein T-Fuel. Und das hier kommt vom Content Delivery Network von Theta selber. Also nur für das Grüne kriegst du was. Wenn da denn so wie ich 200-300 Megabyte ungefähr stehen, dann müsste dein T-Fuel hier auch langsam anfangen zu generieren. So ist das zu verstehen. Also du schickst den Stream weiter an andere und dafür kriegst du ein bisschen was. Hallo Herr Heil. So läuft das denn. Und weil ich momentan, ich habe einen Internetanbieter, kann ich auch mal rüberziehen. Ich habe momentan Internetanbieter am Laufen, den hat nicht wirklich jemand in der Nähe von meinen Stadtwerken. Ich habe eine Glasfaserleitung, 300 Megabit Downstream und 300 Megabit Upstream. Deswegen habe ich hier nicht wirklich viele in der Umgebung, die den Stream kriegen von mir. Heißt, deswegen kriege ich momentan sehr wenig T-Fuel, wenn ich über diesen Anschluss gucke. Da siehst du ja, das ist alles rot, das ist alles vom Content Delivery Network. Aber sobald da irgendwas grün ist und hier den PS 2 oder mehr steht, dann kriegst du was dafür. Und nach 10 Minuten ist das hier aus der Sperre raus und dann kriegst du das hier rüber geschrieben und dann müsste das auch hier oben auftauchen. Da ist nochmal eine History und so, ne? Ja, und mit den Coins hier kann ich auch gleich erklären, wenn du Coins kriegst du, hier steht 10 Coins pro Minute. Und mit den Coins kannst du hier zum Beispiel beim Giveaway mitmachen. Da frage ich nach einem Code. Und der geneigte Zuschauer, der müsste das dann auch mitbekommen haben. Hier in der Mitte vom Stream wird der Code immer angezeigt, den du dann anklicken kannst. Und du kannst dann eine Antwort sind 100 Coins und du kannst bis zu 5 Antworten machen. Also 500 Coins für diese Frage. Und ich ändere den Code nach einer Zeit. Dann kommt eine neue Frage, da ist der Code. Ne? Ist für die aktiven Zuschauer besser, als wenn nur Leute mal kurz reinschalten und mitmachen wollen. Die wissen den Code ja denn nicht, ne? Gut. Wenn weitere Fragen sind, immer raus damit. So, machen wir Bildschirmaufnahme wieder aus und Spielaufnahme wieder an. So läuft das. Und wenn Fragen sind, immer raus. Also ich bin schon eine Weile hier auf Theta, kann dir schon ein paar Sachen erklären. Du selber kannst diese T-Fuel nicht auszahlen auf eine externe Krypto-Brieftasche oder so. Das geht nicht.
Du kannst entweder donaten jemanden, also spenden, oder du kannst im T-Fuel-Shop ausgeben. Du hast oben so einen Reiter-Shop, da kann man dann Sachen bestellen, die sind dann fast kostenlos, also du bezahlst bloß die Versandkosten von den Sachen dann. Ich habe mir zum Beispiel so ein Badehandtuch schon schicken lassen und eine Mütze und ein T-Shirt. So eine Sachen halt, ne? Du bezahlst dann jeweils immer bloß die Versandkosten. Also bei kleineren Sachen lohnt sich das nicht wirklich, weil die Versandkosten dann, wenn das aus Amerika geschickt wird zum Beispiel, sind die Versandkosten recht hoch. Da empfiehlt es sich dann doch ein bisschen Geld zu sparen, ein bisschen T-Fuel zu sparen und größere Sachen zu ordern. Dass sich die Versandkosten lohnen. Ah, Moment. Den wollte ich hier wegmachen, genau. Kann ich das noch wegnehmen? Null Problemo. Wie gesagt, wenn Fragen sind, immer raus damit. Dafür ist der Stream auch da. Wenn neue Leute da sind, die können sich ruhig trauen zu fragen. Ich kann fast alles erklären. Und ich streame auch gleichzeitig noch an Twitch und an Mixer. Falls du da auch einen Account hast, wäre schon cool, wenn mir da auch ein Follow da lässt. Aber ansonsten musst du nicht unbedingt. Ist ja eben seine Entscheidung. Habe ich denn hier die... Ich wollte gerade fragen, wo habe ich denn die Steine gelassen? Da sind sie. Der Preis für die T-Fuels, der schwankt doch immer so ein bisschen. Also lohnt sich schon, wenn man welche hat. Hast du ja gesehen, ich habe 3000 davon. Wenn man dann irgendwas für irgendwas Größeres spart, dann vielleicht noch darauf achten, dass der T-Fuel-Kurs gerade ein bisschen höher ist, dann kann man noch die teureren Sachen aus dem Shop sich holen. Weiß ich, hier so ein Hoodie oder sowas beispielsweise, die dann im Normalfall mehr kosten. So, das kommt da rein und das kommt da rein. Super. Fantastik! Aber natürlich freut sich auch jeder Streamer, wenn du ihm mal was donatest, ne? Also kann man schon machen. Bartan, danke fürs Twitch-Follow. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen. So, jetzt komme ich hier runter. Super. Dann nehmen wir hier noch das Gras weg. Jo, danke, danke dafür. Und klar, du wirst festgestellt haben, hier auf Kreta, von deinem halben T-Fuel werde ich nicht reich. Nee. Du wirst so festgestellt haben, hier bei Kreta hast du ein bisschen mehr Stream-Delay. Also, dass das längere Zeit braucht, wenn du eine Frage stellst, bis ich antworten kann. Das ist aber dem geschuldet, weil die Leute dort weiterreichen, den Stream. Das ist halt ein anderes Konzept als Twitch hat, ne, und finde ich ganz interessant. Dadurch brauchen die ja nicht so einen dicken Server wie Twitch, weil die Leute das dann untereinander schon verteilen, Großteil.
Und da sparen sie dann auch Geld und dadurch hast du die Möglichkeit, den Streamer noch Sachen zu geben. Also alles, was ich hier verlose, das kriege ich von den Leuten von Tether. Hier bin ich so eine Risik hier. So ein Coinbuff zum Beispiel hier verlose, den hier. Das habe ich gekriegt von Tether. Das brauchte ich nicht bezahlen oder so. Geben die mir zum Verlosen. Kann ich selber nicht benutzen. Für mich. Aber kann ich halt verlosen und das hilft ja auch. Also raten. 1 bis 35. Dann kriegst du nämlich, wenn du den aktivierst, dann kriegst du nämlich 5-mal so viel Coins wie normal. Das lohnt sich denn schon? Das merkt man denn schon? Ist heute dein Glückstag. Ich hab da sogar so einen Soundeffekt für. Gigi! So, das haben wir. Essen, den Reis, den essen wir auch mal. Ich weiß schon nicht mehr hin, wo mit den Reis. So viel Reis. So, das können wir in die Truhe packen. Andere hier irgendwo. Warte mal, ich brauchte doch irgendwie Holzsplitter, ne? Für irgendwelche Sachen. Natürlich benutze ich auch schön den Brave-Browser. Hast doch eben gesehen. Die Fenster hier auf der linken Seite, das waren zwar alles Firefox-Fenster, aber wenn ich sonst so unterwegs bin, habe ich den Brave-Browser. Zum Beispiel viele BAT hast, dann kannst du deine BAT gerne auf meiner Homepage spenden. Ich bin da Brave Creator auch. Das heißt, wenn du auf meine Homepage gehst, siehst du oben so ein Dreieck. Und dann kannst du das direkt da ausgeben, deinem BAT, und mir spenden, wenn du möchtest, natürlich nur. Ne? Geht doch auf meinem Twitter-Profil, da habe ich mich auch angemeldet und bei Twitch auch, also. Auf den drei Seiten kannst du mir auch BAT spenden. Ist auch ein geiles Konzept, was Brave da macht, ne? Verkauft nicht deine Daten. Lohnt sich schon. Aber dafür gibt es leider keine Alerts, ne? Erde. Erstmal gucken, wo kommen wir an die Erde ran? Hier nehmen wir erstmal 5, kriegen wir auch 10 in der Hand, kriegen wir auch. Super. Kann man ja alles mitnehmen, was irgendwie kostenlos ist, ne? Ich habe keinen Platz mehr. Auch irgendwie Platz.
Kann ich das hier noch mit reinschmeißen? Ein Slot haben wir noch. Den packen wir hier rein. Du, Tanja, ich würde noch einen so eine Kiste hier beantragen, hier neben meiner Mühle oder so, wenn du hast. Oder über meiner Mühle da, wenn du hast, noch eine Kiste. Ich habe da Platzprobleme und weiß nicht mehr wohin. Eine Truhe Meaning-Fahrstuhl. Vielleicht lass sie mal liegen. Vielleicht ist sie noch gedacht für andere Sachen. So. Hast Kisten bestellt. Super, danke. Packen wir die Rüben hier rein. Packen wir die Körner da rein. Gut, dann hole ich mal ein bisschen halt noch was essen. Noch was essen. Nehmen wir das. Vitamine. Noch eine Wurst. Nom nom nom. Naja, bei gratis Kryptos, da nutze ich eher die Sachen, die dann schon ein bisschen etablierter sind. Also Banano höre ich jetzt zum ersten Mal. Und ein ganz klein bisschen kenne ich mich in der Krypto-Szene schon aus, aber höre ich wirklich zum ersten Mal. Chefs, danke für dein Auto-Host auf Mixer. Weil was bringt so eine Währung, wenn man damit nichts machen kann, ne? Also ist es nicht so, dass ich mir jede virtuelle Währung gleich anschaffe, bloß weil sie kostenlos ist, ne? Also man sollte schon irgendwie halbwegs damit was anfangen können. Wie hier zum Beispiel kann man das für Donations verwenden oder halt im Shop einkaufen. Und bei Bitcoin oder sowas, da ist ja die Vorzeigewährung sozusagen, ne? Auf der alle anderen immer schielen und abgucken, was kann man richtig machen, was kann man falsch machen. Bitcoin, Litecoin habe ich alles. BAT habe ich auch ein paar auf so einem Sparkonto. Also nimm's nicht persönlich, wenn ich dankend ablehne, die Banano oder wie die heißen.
erstmal nicht haben zu wollen. Aber deine BAT nehme ich gern. Wenn du hast. Willst du nicht umkippen? Doch ein bisschen schade, dass man hier diese Späne nur sehr selten kriegt. Also wenn man dieses Beiwerk hier wegmacht, dann kriegt man diese Holzspäne, aber für den Dünger brauche ich ja viele Holzspäne. Ich bin ja schon ausgeskillter Baumfäller. Timber! Ja, alles gut. Das war auch bloß ein Bait, ne? Also, das entscheidest du völlig selber, wann, wem du was gibst und so. Ich bettel da auch nicht. Aber ich finde die Idee dahinter auch nicht schlecht. Und selbst wenn ich diese BAT irgendwann nicht verkaufe, dann kann man immer noch Werbung damit schalten im Browser, ne? Also, irgendwo haben die ihren Zweck ja schon. Bei den Leuten, die das denn aktiviert haben, sieht es ja denn die Werbung. Ich finde doch gut, was sie da gemacht haben mit den Hintergrundbildern auf der Startseite, dass da denn auch gesponserte jetzt gemacht werden können. Und eben trotzdem du Werbung anguckst, trotzdem nicht deine Daten alle rausgibst, das ist auch schon wichtig. Deswegen benutze ich zum Beispiel Google auch bloß noch in Notfällen. Wenn ich auf anderen Suchmaschinen nichts finde, dann benutze ich mal Google, aber ansonsten benutze ich Google-Suchmaschine eigentlich fast gar nicht mehr. Weil die verkaufen ja auch alles, was du da suchst, und wenn du da E-Mail-Konto hast, dann scannen sie deine E-Mails und alles sowas. Also ein Großteil meiner E-Mails gehen noch nicht mehr über Google. Da ist das dann wieder ein Vorteil, wenn man eine eigene Homepage hat, ne? Dann hat man noch eine E-Mail-Adresse über die eigene Homepage, wo keiner mitliest. Fällen wir den auch noch? So, denn hier gibt es noch ein Epic Skin Pack zu gewinnen. It's a real fight in the chat. Let's get ready to rumble! Epic Skin Pack. Und falls du noch nicht so lange auf Theta bist, kann ich dir sagen, dieses Skin Pack, ne, das ist jetzt für ein Spiel, das nennt sich Splitgate. Weil du das Spiel nicht spielst, löst das nicht ein.
Da gibt es eine Verkaufen-Option, dann kriegst du T-Fuel dafür. Also falls du das Splitgate-Spiel spielst natürlich, dann kannst du den Skin holen, aber falls du das Spiel nicht spielst, dann würde ich dir empfehlen, das zu verkaufen. Ich würde heute Lotte spielen an deiner Stelle. Hast wohl Glück. You are the lucky guy in the chat. Euro-Jackpot ist leider schon durch. Ah, Moment. Ich hab doch hier Holz. Das muss ich doch zurückbringen, das Holz. Hier hin. Alles klar. Danke, dass du hier warst, Bananenspartan. Bis demnächst. Musik macht mich fertig. Die macht mich so kirre im Kopf. So. Pflanzen wir noch ein paar Bäume. Okay. Chat, the lucky guy is away.
GG. Schon mal bald genug Holz. Noch gar nicht abgefarmt. Okay. Kann sein. Holz. Wie soll ich denn das machen? Holy shit. Gibt es überhaupt so viel Holz auf der Insel? Oder auf der Welt hier? Ja.
Ich stelle mal noch ein Lager hier draußen auf. Am besten. Hier liegt ja noch ein Lager. Was für ein Glück. Ist vernetzt mit dem Tisch da hinten. Ich habe jetzt sämtliche Holzspäne für so einen Zellulose-Fiber-Auftrag reingehauen. Hier ist zwar kein Haken zu sehen, aber irgendwie nimmt sich der Tisch hier da draus. Der Schneidertisch, der nimmt sich hier aus der Truhe über der Mühle was raus. Und jetzt 419 Holzspäne in diesen Zellulose-Fiber-Auftrag reingegangen, anstatt für den Dünger. Ganz komisch, also das ist, denke ich mal, auch noch nicht so, wie sie wollen, dass man das nicht sehen kann, was mit was verknüpft ist und so. Ich wusste ich ja eben auch nicht, dass sich denn daraus was nimmt, der Tisch. Das musst du wissen, ob sich das noch lohnt. Weil hier, wir haben momentan ja noch 31 Tage Zeit, das zu gewinnen, das Spiel. Ob du denkst, dass ihr darüber hinaus vielleicht auch nochmal irgendwo anders spielt, dass sich das lohnt, das Spiel zu holen. Musst du denn wissen? Weil nur jetzt bis zu dem Einschlag dieses Asteroiden weiß ich nicht, ob sich das lohnt, aber wenn du sagst, danach würdest du mit ihm wahrscheinlich noch auf einem anderen Server oder was spielen oder keine Ahnung, hat sich das denn auch lohnt, dass ihr nicht nur Physik ein paar Tage damit spielt, dann lohnt sich das ja auch, die zu holen, ne? So muss man immer sehen, dass sich das denn noch langfristig irgendwo rechnet. Und nicht nur für eine kurze Zeit und dann. Aber das kannst allein nur du wissen. Das weiß ich nicht. Ob sich das lohnt und ob du das machen solltest. Ob du denkst, dass er daran längere Zeit Spaß hat. Wenn er immer hinter dir sitzt und sagt, mach mal das, dann lohnt es sich sehr wahrscheinlich, weil er den selber wahrscheinlich spielen wollen würde. Aber weiß ich nicht, wie du den Eindruck hast. Das kannst nur du wissen.
Was ist das für Musik? Wir ändern hier erstmal den Code. Close. 126. New prediction code. Da kann ich leider nicht helfen. Nachher sagst du, der Charlie hat gesagt, ich soll und... nee. So nicht. Ich finde, das hat sich gelohnt für mich. Und wenn sie denn mal ein bisschen weiter sind, dann kann ich mir auch vorstellen, das nochmal zu spielen. Aber dann wahrscheinlich vielleicht eher auf einem öffentlichen Server, wo mehr Leute unterwegs sind. Wo man denn richtig mit Geld, keine Ahnung, dann muss man halt mit Geld haushalten und dann macht man den Holzfäller oder irgendwas anderes. Also nur zu zweit ist das schon ganz schön anstrengend, ne? Wenn man dann alle Berufe irgendwie aufteilen muss. Aber ich denke mal, das war trotzdem ganz gut, dass ich einen eigenen Server gestartet habe, dass man erstmal das Spiel an sich kennenlernt und so und die Möglichkeiten sieht, was man alles so bauen kann und hier und da. Das hast du ja gar nicht, wenn du auf einem öffentlichen Server spielst, dass du siehst, was man da alles bauen kann und so. Und die Möglichkeit hast du ja jetzt hier zu sehen, was alles gibt und was alles geht und. Fällt es dann, denke ich mal, auch leichter zu auszusuchen, was man denn auf so einem Server, wo mehrere Leute drauf sind, eher machen wollen würde, wenn man alles schon mal kennengelernt hat. Als wenn man das noch nie gespielt hat, das Spiel, und dann mit einmal entscheiden soll, bin ich jetzt Schmelzer oder Schmied oder... Dem Holzspäne-Dieb den Hahn zugedreht. Gut. Klaut er einfach die Holzspäne. Ich meine, ich wollte jetzt auch nicht so mega viel Dünger erzeugen, aber so ein bisschen schon mal. Und dann mal gucken. Pflanzen wir hier gleich noch ein paar neue Bäume. Hier mal hochkämpfen irgendwie.
Haha. Denk schon mal näher an meiner Schubkarre gerollt. Wo ist die? Da. Kann ich das Ding noch weiter rollen? Nicht wirklich. Das ist natürlich auch eine Methode, Holzspäne zu kriegen, wenn man hier sind ja auch noch Lager. Die kann man in notfalls auch noch einsammeln. Erstmal hier wieder hochkämpfen.
Hier gibt ja ordentlich Holzspäne. Cool. Krieg ich nicht geschoben, okay. Okidoki, fair play. Kann ich die nicht rollen? Gibt's ja wohl gar nicht. Kann ich den denn rollen? Nee, kann ich auch nicht. Zu schwer. Das sind doch ein bisschen zu viel guten gewesen, die Musik. Ich glaube, ich bringe das mal weg, bevor ich denn gar keine Kalorien mehr habe, um zurückzukommen. Komm schon, zieh! Erstmal was essen. Ah, okay.
Oh, was essen wir denn schön? Ein schönen Weizenbrei. Nom 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 nom. Mal gucken, was wir denn sonst noch alles so haben. 9x Coins. Machen wir noch so eine Coin-Verlosung. Wow, this was fast. Fair play. Nein, doch. Oh. Thanks for the 12 T-Fuel. Thank you, fair play. Pflanzenfasern. Oh, okay, dann lasse ich das noch. Pflanzenfasern muss ich auch noch holen. Chasing the one we never looked back from the before heaven called to take.
ganze Unkraut hier mal wegsensen. Wachsen die Pflanzen ringsherum auch wieder ein bisschen besser. Sie kaputt. Claudio, welcome. How's it going? You stay, 'cause I think that I can.
kann ich ihn nicht runterschieben. In Teile? Das reicht wohl nicht, okay. GG.
BRB, getting something to drink. Okay. Suchen Aufstieg.
Oh, hier Pflanzenfasern hier. Kinto, welcome. How's it going? Richtung. Wieder voll. Oh.
Müssen wir was essen, ne?
Ich hab eine Ziege hier rein. Zieh dazu wegkommen, sonst kriegst du eine gepaddelt. Holz kann man nicht bauen. Holz haben wir aber gerade nicht hier. Always by my side. I hope one day.
Guten Tom, willkommen. How is it going?
Losen wir noch mal Coins. Congrats. Fertig. Jetzt lohnt sich mal die ganzen Fälle zu holen, jo. Moment. Kann man noch mal Lederdünger machen. Schon gar kein Leder mehr, okay.
Charles Zager, willkommen. Willkommen, willkommen. Ein Treppenhaus in den Kisten, okay. Gehe ich gleich mal rein. Habe ich schon mal ein bisschen Lagerplatz hier frei gemacht. Okay. Gucken wir mal wegen diesen Pelzen oder Leder. Hier so. Nehmen wir mal 88 Pelze raus. Oder Leder. Zu viele Pflanzenfasern, können wir noch 300 in den Schneider reinschmeißen. Okay, will ich noch irgendwas herstellen? Gegrillte Rüben haben wir auch nicht mehr so viele, dann hau ich davon auch noch welche an.
bisschen Reis könnte man noch herstellen, so ein Reisgericht, ne? Macht sich eigentlich immer ganz gut, wenn man Carbs braucht. Reisbrei, warum kann ich den nicht herstellen? Die Kiste zu weit weg? Ne, die ist nicht zugeordnet. Ach, wenn ich das zuordne, dann kann ich das doch lassen. Genau. Weizenbrei ist eigentlich auch nicht schlecht. Können wir eigentlich auch noch ein bisschen was von machen. Okay, das kocht dann erstmal vor sich hin. So, Code 13 war das. Close Prediction. 13. Good luck, everyone. Congrats, congrats, congrats. Let me see. Okay, that's it for now. Congrats, Mr. Pro Miner. That's it for today. I'll be here tomorrow. Thanks for the donations, follows, etc. Mach nicht so lange, Tanja. Auch danke dir, dass du hier mitmachst. Tschüss, bye bye, arrivederci. Auf Wiedersehen. See ya.